Willkommen zurück zu meiner Reihe über emotionale Unreife. Ich bin Casey und ich erkläre Persönlichkeitspsychologie. Und ich habe heute Ambiente angemacht hier, eine Kerze, ja? Wir sind in Teil 2 zum Thema emotionale Unreife bei Partnern oder Partnerinnen. Und nach den Kommentaren unter dem letzten Video, nach denen zu urteilen, scheint diese Frage doch besonders dringend zu sein. Was mache ich denn dann? Und das heißt für mich, es scheint so, dass doch einige in Beziehungen auf Verhaltensweisen stoßen, die sie herausfordern oder die sie belasten. Und ich habe mir einige von euren Fragen rausgepickt, zu denen ich etwas sagen werde, plus noch so den ein oder anderen zusätzlichen Gedanken. Los geht's! Ein Kommentar war dieser hier von einer Frau. Die hat geschrieben, es ist 1:1 meine Beziehung. Gerade so das mit dem Klammern, Eifersucht und Co. des Partners wäre ganz schlimm. Und diese Themen, also Klammern und Eifersucht, das ist ja so ein Klassiker. Die Frage ist aber natürlich, wie gehe ich damit um, wenn mein Partner oder meine Partnerin so ist? Und das Blöde ist, erstmal finden viele dieses Verhalten am Anfang ja ganz sympathisch. Es zeigt ja, wie sehr der andere einen schätzt und begehrt. Und es tut gut, es streichelt mein Ego. Und es gibt vielleicht mir auch so ein besonders wertvolles Gefühl. Zumal das Klammern und die Eifersucht am Anfang auch in der Regel nicht so stark ausgeprägt sind. Aus dem einfachen Grund, weil die Gefühle und die Bindung zueinander noch wachsen. Je mehr sich die Beziehung festigt, umso stärker wird Schritt für Schritt die Symptomatik. Und der ein oder andere investiert immer mehr Gefühle in eine Beziehung, immer mehr Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte. Die werden in diese Beziehung nach und nach hineinprojiziert und die Hoffnung wächst, dass sich das alles erfüllt. Dass dieser andere Mensch jetzt endlich der oder die Richtige ist, um all diese Mangelgefühle zu stillen. Das Problem ist, das kann der andere gar nicht. Er kann gar nicht die Lösung sein, weil diese Mangelgefühle nicht durch den anderen entstanden sind. Aber das aktiv zu reflektieren, das muss man halt machen. Und wenn ich das nicht tue, dann hänge ich da halt einfach drin in diesem Sehnen und dieser Hoffnung. Und üblicherweise geht das dann erstmal so weiter, dass zum Beispiel bei einer Verstärkung der Symptomatik die meisten Partner und Partnerinnen versuchen, Verständnis zu zeigen. Sie versuchen durch maximale Transparenz Vertrauen beim anderen aufzubauen. Sie nehmen Rücksicht auf dessen Sorgen und Menschen, die klammern oder die sehr eifersüchtig sind, versuchen ihrerseits oftmals mit so kleinen Tricks den anderen bei sich zu behalten. Also ein schönes Essen zu zweit, das ist doch viel besser, als sich mit der Clique zu treffen. Und mal stimmt das ja auch. Es ist die Dosierung. Wenn jetzt der andere einigermaßen emotional stabil ist, wird ihn das irgendwann einengen. Und klassische Phasen nach dem Schmeicheln sind dann, wenn es nicht klappt, das Flehen, die Tränen, ein schlechtes Gewissen machen, krank werden, situativ hilfsbedürftig sein oder es geht in die aggressive Richtung mit Streit, mit Kontrolle, mit Hinterherspionieren, mit Drohungen, vielleicht sogar Schlimmerem. Der Punkt ist, in so einer Beziehung findet eine emotionale Verantwortungsverlagerung statt. Und wenn ich die akzeptiere, dann bin ich zukünftig dafür verantwortlich, dass es dem anderen gut geht. Und ratet mal, wer dabei auf der Strecke bleibt. Der Weg daraus, der findet nur darüber statt, dass ich diese Verantwortung zurückgebe. Dass der betroffene Mensch sich seines Mangels selbst annimmt. Ob er das nun alleine macht oder mit Hilfe, das ist seine oder ihre Sache. Das Ding ist, das wird dieser Mensch erst tun, wenn der emotionale Support durch den Partner oder die Partnerin auf das angemessene Maß reduziert wird. Und auch dann ist es keineswegs sicher. Es kann auch sein, dass der Betreffende das Klammerverhalten noch mehr intensiviert oder dass er sich sogar jemand Neues sucht. Auch das kann passieren. Solche Beziehungen laufen oft ziemlich lange, weil es ein Spiel mit Illusionen ist. Der eine hofft, dass der andere endlich seinen Mangel stillt, wonach er sich so sehnt. Und der andere hofft, dass der Mangelpartner mit der Zeit schon merkt und lernt, dass all das Klammern und eifersüchtig sein, dass das gar nicht notwendig ist.
Aber genau das passiert in der Regel halt nicht, weil der Blick des Betroffenen die ganze Zeit in die falsche Richtung geht, nämlich auf den anderen als Heilsbringer statt auf sich selbst. Erst wenn der Blick dahin geht, kann eine Veränderung initiiert werden, sonst nicht. Und darüber muss ich mir als Partner auch klar werden. Und das bedeutet eben auch, dass so hart sich das anhört, ein zu viel an Nachgeben, an emotionalem Support, kann das auch verhindern. Und damit meine ich kein Spiel mit Liebesentzug, aber ich meine authentisch sein in Bezug auf das eigene Gefühlsleben und auf das, was man selbst für angemessen hält und nicht, was man nicht für angemessen hält und wo man sich vielleicht auch eingeengt oder erdrückt fühlt. Ich gebe euch ein Beispiel für das tägliche Handeln, was das dann bedeutet. Ich zeige eine angemessene Offenheit, aber zum Beispiel nicht zu allen Bereichen meines Privatlebens permanent. Also Beispiel, ich kann dem anderen natürlich mal mein Handy zeigen, aber er oder sie hat keinen Anspruch auf permanenten Kontrollzugriff, um sich zu beruhigen, denn das ist übergriffig. Dasselbe gilt in Bezug auf Verabredungen. Ich muss rausgehen mit Freunden oder ich muss allein zum Sport gehen können, ohne Kontrollanrufe oder WhatsApp-Nachrichten. Eine gesunde Beziehung ist keine Symbiose. Es sollten zwei Menschen sein, die sich bewusst für den anderen entscheiden und zwar als Bereicherung des eigenen Lebens und nicht hauptsächlich, weil der andere sich richtig für die eigenen Bedürfnisse anfühlt. Das darf nur ein Teil ausmachen. Wenn es der Hauptteil ist, dann sieht dieser Mensch den Partner eigentlich gar nicht als Individuum, sondern dann ist man eher eine Funktion. Und ich weiß nicht, ob man eine Funktion sein will. Das mal kurz ein paar Gedanken zu dem Kommentar. Und dann gab es noch einen anderen Kommentar und das war der hier. Hier, Casey, super Teil, mein Thema. Ich lebe mit einem emotional unreifen Partner, lange Partnerschaft, hier 25 Jahre. Ich habe mich auf den Weg der Selbstentwicklung und Reflexion gemacht, der Partner nicht. Der findet das, wie steht es hier, doof oder unnötig. So, er hält nichts von Problemlösung, er braucht da nichts zu arbeiten. Und hier die Person, ich glaube, es ist eine Frau, fühlt sich missverstanden und ungerecht behandelt. So, was mache ich damit? Oder erstmal, da ist noch ein zweiter Kommentar drunter, der genauso besprechenswert ist. Und das ist dieser hier, wo jemand schreibt: Dito, du hast meine momentane Situation beschrieben. Ich liebe aber meinen Mann. Ich werde versuchen, ihn besser zu verstehen. Vielleicht finde ich dadurch den Schlüssel zu seinem Selbst, um ihm beim Wachsen zu helfen. Da gehen bei mir ein bisschen tatsächlich die Alarmglocken los und ich erkläre auch bei beiden Kommentaren, warum. Das erste, ich glaube, das ist ein typisches Problem in langen Beziehungen, was man auch unter Auseinanderleben kennt. Das muss nicht unbedingt was mit emotionaler Unreife zu tun haben, sondern es ist eben einfach so, dass manche Menschen mit ihrem Leben zufrieden sind, so wie es ist. Und andere eben nicht. Und wenn eine Beziehung schon lange dauert, dann haben sich die Partner ja auch aufeinander eingeschwungen. Und wenn dann der eine anfängt, sich zu verändern, der andere nicht, dann muss das kein Problem sein. Es sei denn, da ist auf einmal die Erwartung, dass der andere sich jetzt aber auch ändern muss. Dann wird es schwierig. Und in dem Fall hier bei dem Beispiel kommt aber das Thema Umgang mit Konflikten hinzu. Und bisher scheint das ja okay gewesen zu sein, beziehungsweise vielleicht hat sich die Schreiberin auch damit arrangiert, weil 25 Jahre Beziehung. Wenn sie das jetzt nicht mehr will, sollte sie das sehr, sehr deutlich sagen. Nicht in Form von Vorwürfen, sondern Wünsche und Erwartungen und dann zuhören, was der andere, was er von diesen Erwartungen hält. Und wenn dann klar wird, er sieht da keinen Handlungsbedarf, dann ist es letztlich eine Mischkalkulation. Reicht das andere, das Gute, das Schöne, das Gewohnte in dieser Beziehung aus für die nächsten Jahre? Oder sind es eher Abhängigkeiten oder Bequemlichkeiten, die einen in der Beziehung halten?
Ich würde da sehr genau bei mir hinschauen und dann würde ich rein spekulativ versuchen, einen Weg zu finden, alleine klarzukommen. Also rein theoretisch. Wie würde zum Beispiel der Weg aus der Abhängigkeit aussehen? Was müsste ich dafür tun? Worauf müsste ich vielleicht verzichten? Was würde ich dafür vielleicht gewinnen? Und was wären die ersten 5 Schritte? Ich würde mich intensiv mit diesen Fragen beschäftigen und zwar aus einer So-tun-als-ob-Haltung. Denn dann kriege ich am ehesten raus, ob ich trotzdem bei dem anderen bleiben will und nicht bleibe, weil ich das Gefühl habe, ich muss. Und wenn ich Antworten auf all diese Fragen habe, dann würde ich wieder mit meinem Partner sprechen und ihm erklären, wie ich ohne ihn weiterleben könnte, was ich aber nicht will, aber so wie jetzt eben auch nicht. Und das ist wichtig, damit er sieht, es sind nicht nur Worte, weil nach 25 Jahren habe ich vielleicht oft erzählt, oh, es gefällt mir nicht und es hatte keine Konsequenz. Und dieses Gespräch kann ich aber nur entspannt führen, wenn ich wirklich innerlich Antworten auf meine Fragen habe. Denn dann bin ich sicher, dass ich freiwillig bei dem anderen bin oder also bei ihm oder ihr und nicht bloß aus Bequemlichkeit oder nüchterner Gegenrechnung. Denn sonst wird es irgendwann bitter. Und der andere merkt bei so einem Gespräch, dass es mir eben wirklich diesmal ernst ist. Und mehr kann ich nicht tun. Und das bringt mich zu diesem Antwortkommentar mit der Heilungsfantasie. Diese Beziehung da gerät massiv in Schieflage, wenn sie das macht. Es sind diese Frauen, die glauben, dass alles besser wird, wenn sie den Mann nur verstehen. Und das ist Quatsch. Verstehen heißt nicht verändern. Verstehen hilft, aber es ist nicht die Lösung. Verstehen ist nur der Startpunkt, mehr nicht. Und der ganze Kommentar weist auf so eine Schieflage hin, auf falsche Verantwortung und eine für mich problematische Sicht auf Beziehung. Es sei denn, hier treffen Helfersyndrom und Emotionsstiesel aufeinander. Dann kann das gut gehen. Es ist ja immer dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wenn ich meine Zeit hergeben will, um den anderen zu enträtseln und meine Bedürfnisse dafür hinten anstelle, dann kann ich das natürlich tun. Vielleicht fühle ich mich dann gebraucht und wertvoll. Nur wenn das so ist, dann glaube ich, sollte ich mal bei meinem eigenen emotionalen Reifegrad doch ein bisschen genauer hinschauen. Das sind meine Gedanken zu diesen 2 Sachen. Ich bin ja auf andere Kommentare schon im Podcast eingegangen. Ich bin jetzt gespannt auf eure Gedanken. Wenn ihr konkrete Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Ich mache am kommenden Sonntag den Podcast zu euren Fragen. Wer den hören will, ihr wisst es, tragt euch auf meiner Website in den Podcast-Verteiler ein. Ich schicke den Link dann am Sonntag rum. Und nur wer sich vorher eingetragen hat, bekommt auch den Link. Vielleicht möchte auch jemand von euch, dass ich mir eure eigene Geschichte zu diesem Thema anschaue. Dann schickt mir gern eine anonyme Mail dazu als Fallbeispiel. Bitte nicht mehr als 3 DIN A4 Seiten. Das kostet nichts. Wie das genau geht, steht alles auf meiner Website auf bettercallcasey.de unter dem Link Fallbeispiel. So. Ich packe die Links aber auch alle unten in die Shownotes und auch den Link zu meinem Buch zu diesem Thema. Wo habe ich es denn? Scheiße. Also hier, ich vergesse es immer. Ich habe noch ein Buch dazu geschrieben. Warum bist du nicht, wie ich dich gerne hätte? Da geht es genau um diese Beziehungsthematiken. Und jetzt hier. Am 27. Juni bin ich in Solingen in der Cobra und mache Live-Coaching on Stage. Das heißt, Menschen aus dem Publikum können mir alle Beziehungsfragen stellen zu diesem Thema und ich versuche sie zu beantworten, meine 5 Cent dazu zu geben. Auch da den Link zu den Karten packe ich unten rein. So viel für heute. Habt noch einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut.